willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und inzwischen bin ich dann wieder auch zurück hier in München, nicht mit meiner Schwester, wo ich ja die letzten Folgen aufgezeichnet habe. Ja, ich habe ja gesagt in der letzten Folge, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr hier weitermachen, weil das Internet einfach nicht gut genug ist. Zwischendrin geht es einfach mal weg, ich fliege dann raus aus den Spielen oder es ruckelt einfach. Und von daher habe ich da gesagt, das wird die letzte Folge hier sein. So war es auch und jetzt bin ich wieder zurück und kann hier wieder in meinem Zimmer aufzeichnen, so wie ich es gewöhnt bin. Und bevor wir jetzt dann in dieser Folge ja spielen, gibt es wahrscheinlich eine Sache, die euch jetzt schon sicherlich aufgefallen ist. Nämlich hier steht bei Shop eine fette 26, also gut, so fett ist sie gar nicht, aber die Zahl an sich ist ziemlich fett. Und das bedeutet nämlich, ich habe gerade 26 Packs zu öffnen. Warum habe ich die? Ich habe es ja sicherlich schon mal erzählt, ich war ja in Vancouver bei EA in Kanada. Und dort war dann dieses Next-Gen-Event und da gab es dann auch gegen Ende am letzten Tag ein kleines Turnier. Da haben alle Teilnehmer mal so ein bisschen gegeneinander gespielt und der Gewinner hat 25 Packs bekommen und die habe ich damals gewonnen. Und jetzt war ich mir sicher, dass ich auf der PlayStation bleibe und nicht zu Xbox wechsle. Das war ja auch immer noch so eine gewisse Option. Und da habe ich dann heute, nee, nicht heute, sondern gestern dem Mitarbeiter von EA geschrieben, yo, ich bin jetzt, oder ich bleibe auf der PlayStation, bitte gib mir doch die Packs. Und das hat dann super funktioniert, sodass ich dann jetzt hier 25 zusätzliche Packs hatte. Das eine Pack ist jetzt hier noch quasi mein Season-Ticket-Pack. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für Packs sind. Okay, das sind normale, oder nee, warte, 12, also sind Premium-Packs, richtig, steht ja auch dran. Genau, 12 Karten und 3 davon Premium. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und damit werden wir jede Menge Spaß haben, aber ich werde natürlich die jetzt nicht öffnen, sondern ich werde die öffnen, sobald das Team of the Year draußen ist. Und soweit ich informiert bin, kommt das Team of the Year zumindest von der UEFA, oder ist es doch die UEFA, die das veröffentlicht, am 13.01. Und ich denke, erst dann kommt es auch in Frage, dass von EA auch ein Team of the Year rausgelassen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann frühestens am 13. ist, wenn nicht sogar später am 14. oder 15. Also das muss man mal sehen und von daher werde ich die jetzt noch nicht aufmachen, sondern da wird es ein Pack-Opening geben, sobald das Team of the Year draußen ist. Ansonsten, was mir noch gerade aufgefallen ist, das habe ich nämlich letztens bei einem Kommentar gelesen, ja, ich habe ja 14 von 14 Manager-Aufgaben und ich habe mich damals gewundert, warum ich kein Gold-Pack bekommen habe. Da wurde geschrieben, geh doch bitte nochmal drauf, vielleicht bekomme ich es jetzt. Und da bekomme ich es auch. Zack, das hat super funktioniert. Und damit habe ich jetzt auch dieses Goldpack bekommen, wo ich mich damals gewundert habe, warum ich es nicht habe. Aber ich bekomme es trotzdem nicht angezeigt. Geil. Ja, das ist natürlich interessant. Schön, also ich habe es anscheinend nicht bekommen. Wir probieren es einfach nochmal. Gehen wir einfach nochmal auf die Manager-Aufgaben. Sehen wir, ob ich dann nochmal eins angezeigt bekomme, dass ich eins bekomme. Nö. Gut. Klasse, das hat richtig gut funktioniert. Jetzt weiß ich leider auch nicht mehr, was ich anders machen muss. Aber gut. Und das Letzte, was ich euch fragen möchte, es ist ja bekannt, dass wenn das Team of the Year rauskommt oder auch schon so langsam ein paar Tage davor, die Preise von den Spielern fallen werden, weil alle sich denken, oh ja geil, ich brauche Münzen, um mir die Packs zu öffnen oder Packs zu kaufen, damit ich Team of the Year Spieler ziehen kann. Und deswegen fangen alle an, die Spieler zu verkaufen. Alle wollen möglichst viele Münzen haben und deswegen sinken die Spielerpreise. Und ich habe ja zwei Teams, das ist nämlich zum einen das Team der Ballkünstler, ich glaube, das hat so gute 80.000 Münzen gekostet, so um den Dreh, also hier Jovetic natürlich recht teuer, Sergio Ramos recht teuer mit 33.000 und das ist mein teures Team. Hier die Rocket Launcher sind recht günstig und ich bin jetzt im Überlegen, ob ich dieses Team noch vor dem Team of the Year Release verkaufe und da werde ich unter diesem Video zwei Kommentare hinschreiben, Ballkünstler behalten, Ballkünstler verkaufen. Und je nachdem, welcher Kommentar mehr Likes von euch bekommt, werde ich dann dieses Team noch vor dem Team of the Year Release verkaufen und ein neues, sehr günstiges Team bauen, sodass ich wenig durch den Marktcrash verliere. Gut, das waren jetzt wirklich einige Informationen und einige Sachen, die ich erzählt habe. Und jetzt kommen wir zum Wichtigen in dieser Episode, nämlich zum Spielen. Und da sind wir jetzt gerade so dabei, dass wir leider die eine oder andere Niederlage bekommen haben, schon in Liga 1, nämlich 3 Stück. Und wir brauchen jetzt noch einen Punkt aus 2 Spielen, damit wir den Klassenhalt schaffen. Gut, das habe ich mir jetzt aus Versehen angeschaut, ich wollte nämlich eigentlich schon weitermachen. Und da werde ich jetzt weiter natürlich mit den Ballkünstlern spielen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie viele Spiele es noch mit denen geben wird. Und dem Ada Turan, den geben wir dann auch noch eine kleine Vertragskarte. Ich könnte auch eine ganz, ganz kleine geben, aber ich glaube, das ist zu wenig.
Das ist halt wirklich nur ein Spiel. Ja, das ist zu wenig. Da gebe ich ihm schon noch die. Ich habe ja sehr viele Vertragskarten, von daher sollte ich da nicht so knauserig sein. Suchen wir uns den Gegner und ich denke, ich bin recht zuversichtlich, dass ich jetzt diese Folge zu Hause spielen werde. Sehr gut. Die Verbindung ist zwar nicht so geil, deswegen gehe ich auch raus, aber das war ja meine Theorie oder auch meine Beobachtung, die ich ja getätigt habe. Wenn man eine bessere Verbindung hat, spielt man häufiger zu Hause und das war ja bis jetzt bei mir ein überwiegender Anteil der Fall und dann, als ich bei meiner Schwester war, war es wieder genauso nicht und jetzt habe ich den gleichen Gegner. Ich spiele zwar immer noch zu Hause, aber dennoch sind da nur zwei Balken, von daher, ich glaube, ich werde jetzt auch mal ganz kurz warten, damit ich jetzt nicht nochmal den gleichen Gegner bekomme, weil das war jetzt schon das zweite Mal, dass es der geworden ist. Wir warten einfach mal ganz kurz und drücken jetzt mal weiter. Mal schauen, ob wir jetzt einen neuen bekommen. Es dauert zumindest länger. Ich glaube, der andere hat mich jetzt schon Gegner gefunden und wir bekommen jetzt den anderen. Aber interessant, dass es so lange dauert, auf jeden Fall. Sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen und das ist der Substep FC. Ser ist sein Squad-Name und ich könnte mir vorstellen, dass dahinter ein Serie A-Team versteckt ist. Er möchte aber nicht. Doch, jetzt ist er dabei und wir spielen mit Rot gegen dieses komische, also er hat ja auch ein krasses Wappen, oder? Also irgendwie so ein total null aussagekräftiges Wappen und er hat, ja, ein Serie A-Team hat Vucinic vorne drinne, der mir auch häufiger vorgeschlagen wird, dass ich damit mit ihm Quagliarella ersetze. Ist sicherlich eine Möglichkeit, muss ich mal drüber nachdenken. Oder auch Totti, wurde ja auch schon mehrfach gesagt, soll ich ersetzen. Aber ansonsten, wie gesagt, ein Serie A-Team im 4-2-3-1, eine meiner Lieblingsformationen. Schauen wir mal, wie er sich schlägt mit meinem neuen Wappen hier, mit dem FC Augsburg. Klasse. Ich merke gerade, da sieht man ja sogar hier beim Spielen das Wappen. Das ist mir ja auf Next-Gen, weiß ich, ich glaube, Current-Gen ist das nicht, oder? Dass man das Wappen sieht beim Spielen, das ist natürlich auch ein geiler Fehlpass. Ich merke gerade, ich müsste nochmal ein bisschen den Fernseher leiser machen. Ich hoffe, jetzt passiert nicht das wie bei meiner Schwester, dass ich dann einfach mal das Fernsehbild wegmache. Aber ich warte jetzt noch mal ganz kurz, bis er hier daneben schießt. Und jetzt in aller Ruhe machen wir den Ton aus. Gut. Hat schon mal besser geklappt als bei meiner Schwester. Hatte ich ja auch so sehen, dann auf Fernsehprogramme normal gewechselt. Und dann habe ich leider nichts gesehen, wie der Gegner das Tor geschossen hat. Das war natürlich auch echt fatal, dass er direkt mit in diesen Minuten dann auch direkt das Tor erzielt hat. Da könnte auch einer hingehen, der auch hinkommt. Aber Isco macht es dann ein bisschen umständlich und kommt trotzdem den Ball. Schau mal hier an. Walker läuft schön steil, aber ich glaube, da kommt er nicht. Doch, er kommt vielleicht ran. Ja, er spielt zum Tor zurück. Das war ganz schön risikoreich. Kann ich mal schnell in die Hose gehen. Vertongen da. Ich war echt nur darauf, dass mir einer sagt, dass ich den falsch ausspreche. Bleibt mal weiter. Sehr schön. Und den schießt man in die kurze Ecke bei Handanovic. Mit einer guten Parade. Ich war natürlich super nah schon am Handanovic dran, wodurch da der Abschluss sehr, sehr schwer ist. Hat er natürlich dann den Winkel sehr schön verkürzt. Guter Reflex. Aber, wie gesagt, aus der Distanz dann ist er einfach mit seinem Körper da im Weg. Gut, jetzt habe ich super schnell die Ecke ausgeführt, weil ich die Katze den noch wegdrücken wollte. Klasse Entscheidung, das von EA, dass man das weggemacht hat. Ist ja, war ja auch totaler Quatsch, da so eine kurze Sperre einzubauen, sodass man dann da nicht direkt weiterdrückt. Verstehe ich nicht, wieso sowas gemacht wird. So. Verteilt hier mit aller Ruhe den Ball, aber dann ein Pass in die Spitze, der sehr abenteuerlich wirkte. Oh, das läuft ja schön zu. Ich habe nicht gedacht, dass er das jetzt sieht und auch so konsequent zuläuft. Oh, den dürfte ich aber jetzt hier bekommen. Nein, der Cuadrado ist da. Oh, zieht hier schön in die Mitte. Kommt die Flanke, da ist keiner von mir da. Und Vucinic mit einem guten Kopfball. Aus der Distanz war der richtig gut. Aber aus der Distanz geht er da wirklich auch selten rein. Also muss man auch mal so sagen. Hat mich jetzt doch arg überrascht. Und der Gegner ist gut, muss ich sagen. Die ersten Minuten, muss ich schon zugeben, verteilt er gut den Ball, lässt den Ball gut laufen, macht gute Bewegungen. Sowas zum Beispiel ist gar nicht so verkehrt, da die Übersteiger in die Mitte, aber... Ah, das ist natürlich jetzt Kacke. So unnötig, diese Gegentreffer wieder mal. Wie eigentlich immer, wenn ich einen Gegentreffer kassiere, sage ich erstmal, das war unnötig. Was habe ich da gemacht? Das ist genau der Pass von mir auf Fernandinho, ist glaube ich, der ist einfach total Banane. Geht aber auch richtig gut drauf und erobert sich dann auch stark den Ball. Aber das ist einfach ein Gegner, wirklich ein Treffer komplett hergeschenkt. Und sowas
Sowas sollte eigentlich nicht passieren. Ganz einfach. Mal hier ein Flankenwechsel. Der ist nämlich komplett frei. Aber der kommt leider zu kurz. Aber Walker hat jetzt sehr viel Raum. Ey, was ist das denn für eine Ballmitnahme? Gibt's doch nicht. Bekommt den Ball in den Fuß und legt sich den Ball mal einfach mal 3, 4, 5 Meter vor. Keine Ahnung, was da innen gefahren ist. Muss doch einen Ball stoppen können. Oder einen Ball annehmen können. So. So geht doch. Oh, jetzt spielt er wieder zu Torhüter zurück und Lamela ist kurz dran, aber kann ihn nur abfälschen und dann landet der Ball trotzdem beim Gegner. Schade. Auch hier, so typisch von mir, so, ja, dafür müsste er eigentlich bestraft werden, wenn er so risikoreiche Sachen macht. Oh, wichtiges Tackle von De Rossi. Schön von Beton. Haben wir hier vielleicht ein Doppelpaar? Ja. Spielen wir auf Jovetic steil. Sehr geiler Ball. Schusstäuschung. Nochmal eine Schusstäuschung. Und jetzt in die lange Ecke. Aber Handanovic mit der nächsten Parade und dann gibt es das Eigentor. Wie bitter ist das denn? Handanovic stellt hier schön das Bein raus. Auch Bonner will den Ball annehmen und schießt ihn ins eigene Tor. Also das ist natürlich mega ungünstig. Und ich kann anscheinend jetzt Eigentore wegdrücken. Oder es wurde nicht als Eigentor gewertet, denn ich habe jetzt gerade erst auf X gedrückt und danach ist es weggegangen. Normalerweise, zumindest Current Gen, war es ja immer so, Eigentore musste oder konnte derjenige, der das Eigentor gemacht hat, selber wegklicken. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es als Eigentor gewertet wurde oder woran das lag, dass ich es wegdrücken konnte. Aber das ist natürlich ungünstig oder unglücklich für den Gegner gewesen. Wobei ich es auch eigentlich einfach schön von Jovetic gemacht fand. Schön angespielt, zweimal Schusstäuschung, sodass ich da die gute Chance bekomme. Und es hätte natürlich auch so einen Treffer verdient gehabt. So war es natürlich glücklich. Braucht man gar nicht drüber reden. Aber der Gegner, finde ich richtig stark, muss ich sagen. Ist in der Verteidigung richtig auf Zack. Weiß, was ich mache. Läuft die Sachen gut zu. Aber hier diese Schusstäuschung zur Ballannahme kriegt er gerade nicht verteidigt. Machen wir die Übersteiger. Und Jovetic, oh, kriegt den Ball dann nochmal glücklich vor die Füße. Kommt auch zu einem Abschluss, aber leider geblockt. Wow, warum bin ich da nicht dran? Nee, Robinho. Ach nein! Was ist das denn? Robinho wird da ganz komisch angespielt, macht da natürlich einen schönen Rückfallzieher? Nee. Egal. Jedenfalls weiß ich nicht, wieso der nicht im Abseits ist. Spektakulär verwertet er diesen Ball und dann landet der Ball vor den Füßen des Gegners, weil Handanovic den Ball fett nicht festhält. Bitter. Aber da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll besser. Also wahrscheinlich generell den Pass auf Robinho nicht zu, also nicht entstehen lassen. Oh, schön war das. Aber leider hat es nicht ganz gefruchtet. Wahrscheinlich den Pass unterbinden, aber ansonsten. Chip nochmal. Nee, komme ich vielleicht nicht. Komm ich nicht ran. Schade. So, der ist ungefährlich. Komm, Courtois, lass dir doch nicht so viel Zeit, Mann! Ja, komm, unten! Unten, nicht da in der Mitte! Gegner ist gut. Steht richtig gut in der Verteidigung. Ich muss richtig langsam aufziehen, wie ihr seht. Flanke vielleicht auf Nasri. Der kommt aber nicht hin. Und das ist leider kein Foul. Schade. Sehr häufig würde es dazu führen, dass er den Ball rausspielt, aber dabei einen Foul gepfiffen bekommt. Ja, die erste Halbzeit. Ja, ausgeglichen, aber ich finde schon, der Gegner ist einen Ticken besser drin im Spiel. Wodurch ich mich jetzt über den Rückstand nicht so sonderlich beschweren sollte. Vor allem, weil mein Tor recht glücklich war. Aber es war als Eigentor gewertet worden. Ich habe mehr Ballbesitz. Liegt daran, dass der Gegner gut in der Verteidigung steht. Ich lange brauche, um Lösungen zu finden. Dadurch einfach ruhiger den Ball verteile. Und somit natürlich auch länger den Ball habe. Er macht den Anschlusstrick. Das ist einfach immer hier am Anfang einen Pass mit L1 plus X spielen. Danach läuft der Spieler steil. Und dann irgendwann, sobald er in Strafraumnähe ist oder vor dem Strafraum ist,
den langen Ball mit L1 plus Dreieck spielen. Ist halt super einfach eigentlich zu verteidigen, wenn man den Spieler, wenn man den Spieler in der Verteidigung auswählt und dann das zuläuft. Und daher muss ich darüber nur müde lächeln. So, die sieht gut aus, aber leider keiner da. Nasri. Schöner Hito hier, kommt auch nochmal ran. Und jetzt in die lange Ecke schlänzen. Ach, da ist dran, aber Jovetic mit dem Kopfball, Handanovic mit der Parade. Schade, mich hätte mal interessiert, wie der Schuss von Nasri angekommen wäre. Ob der schön ihn vielleicht in den Knick gegangen wäre. Sehen wir leider nicht, weil der Schuss, glaube ich, sogar von mir blockiert wurde oder von meinem Spieler von mir. So, so wollte ich eigentlich gar nicht rausspielen, hat aber ganz gut funktioniert. Unten jetzt hier Adam Turan, hat mega viel Raum. Leider ist der Pass nicht weit genug nach vorne und der Flick-Up ist natürlich mega risikoreich. Cuadrado ist sehr schnell. Schön. Ei, warum kriegt er den nicht so rausgespielt, dass er den Ball hat? Komm, Fernandinho. Na? Ja. In die Spitze. Weiter auf Lamela. Jetzt müssen wir mal... Unten dürfte eigentlich Arda Turan wieder sehr viel Raum haben. Was für ein Scheißpass, Mann! Eben war er zu kurz, jetzt ist er zu lang. Oh, wie knapp. Das macht er sehr schön. Aber dann wurde es irgendwann zu viele Rote. Aber hat er sehr schön gemacht. Schön Übersteiger. Roulette war ein bisschen überflüssig, aber gut. Sah im Endeffekt ganz, ganz gut aus. Oh, jetzt fängt es an zu ruckeln. Nasri vielleicht? Nasri vielleicht? Isco ist das. Isco mit dem Kopf. Wie schwach. Ma, schön angespielt. Schön in den Raum gestartet, schön angespielt, aber ganz, ganz schwacher Abschluss. Komm, wir setzen nach. Setz doch bitte vernünftig nach. Hier steht da beide auf dem gegnerischen Spieler drauf und könnt den Ball nicht erfolgreich rausspielen. Was für Pfeifen, Mann. Ist er nicht im Abseits? Der ist nicht im Abseits und Jovic macht's dann. Auch hier eine Schusstäuschung zur Ballannahme. Die war fast ein bisschen überflüssig, aber hat dazu geführt, dass ich direkt dann auch mich zum Tor drehen konnte. Zack. Und dann auch ein starker Abschluss von Jovic. Staubtrocken, dieser Junge. Und diese Schusstäuschung zur Ballannahme, die war doch genau richtig. Also war sie doch auf jeden Fall wertvoll. So, also hier seht ihr es. Den hat er bis jetzt nach jedem Anschluss gemacht. Ja, wenn er meint. Oben Lamela komplett frei. Aber auch hier leider der Ball zu kurz. Aber da geht noch was. Leider sitzt er sich runter und kommt der Ball nicht durch. Eben den Ball auf Lamela. Den habe ich auf dem Radar gesehen, dass er so frei ist. Ach Gott, was macht ihr denn da? Habe ich auf dem Radar gesehen, dass der so frei ist. Und wenn, sag ich mal, Felipe Luis, glaube ich, einen längeren oder einen besseren lange Pässe-Wert hat, dann kommt der wahrscheinlich auch an. So ist dann leider zu kurz geworden. Was macht ihr denn da? Der chippt da irgendwie total durch. Zwei Leute stehen da von mir. Einer taucht ab unter dem Ball, der andere weicht aus. Keine Ahnung. Total die Chaoten da. Aber ich denke, das ist ein sehr gutes Spiel, muss man ganz klar sagen. Der Gegner spielt gut. Ich denke, ich spiele auch ganz vernünftig. Und Disco kommt ran und macht den 3:2 Führungstreffer. Sauber, richtig gute Flanke von Arda Turan. Und warum Isco sich in solchen Kopfballduellen so überragend durchsetzt, ich habe keine Ahnung. Aber das ist FIFA 14 vor allem. Das ist mir schon auch häufiger. Ich spiele auch eigentlich sehr viel FIFA 14 Current Gen, auch gegen Real Madrid. Und da, wenn die Leute Isco spielen, wundert es mich immer, wie stark der teilweise Kopfballduelle gewinnt. Und das war jetzt auch, fand ich, sehr überraschend, wie er da angeflogen kommt, weil der ist nicht groß und der hat nicht so einen guten Sprungkraftwert eigentlich. Ich glaube, niedriger 70er Bereich. Was jetzt nicht wirklich überragend ist. Da geht irgendein Stein. Ich glaube, das ist... Oh, das ist Nasri, aber der kommt da nicht hin. Dann sehen wir aber, jetzt hier... Puh, das ist schon ein starkes Vertrauen, muss ich sagen, dass das so funktioniert. Aber ich denke, so richtig hundertprozentig verdient ist das noch nicht, aber kann ja noch werden. Weil ich bin wirklich sehr effizient gewesen, was meine Chancen betrifft. Oder auch dann halt nicht. Und trotzdem habe ich die Tore gemacht, weil auch Bonner den selber reinmacht.
Ja, danke, Courtois, dass du da bist. Schöner Abwurf. Oben Lamela, total viel Raum. Startet aber nicht. Jetzt Arda Turan. Ei, nicht auf Jovetic. Der ist im Abseits. Arda Turan, müsst ihr jetzt mal im Replay anschauen. Der bewegt sich aber auch total scheiße. Der geht nicht mit. Guck mal da. Da läuft er. Aber ach so, soll ich jetzt mal wirklich starten? Oh, ich weiß nicht. Und wenn er da richtig startet, kann ich ihn dann vielleicht auch besser anspielen. Und dann ist der nicht im Abseits und ist auch weiter durch. Also, sehr schade. Ich weiß nicht, was Arda Turan für Arbeitsraten hat. Ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte, warum viele sagen, ich soll den ersetzen. Oh, macht er das stark. Was für ein starker Ballroll. Leitet er weiter. Zieht er das wahrscheinlich in die Mitte. Ne, er zieht weiter durch. Und dann, Courtois mit einer guten Parade. Aber das ist eine Schussposition, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wird ein von 20 Mal ungefähr reingehen. Aber jetzt, das ist eine bessere Schussposition hier so zentral vom Tor. Lamela. Hier wollte ich ansetzen. Ogbonna ist aber wie ein Berserker schon draufgelaufen. Gerade macht er richtig Druck. Ich meine, ist ja klar, ist jetzt hier. Oh, 80. Oh, nee! Boah, an die Latte und Robinho bekommt den Ball rausgespielt. Boah. Uiuiuiui. Ich merke gerade, ich muss gar nicht gewinnen, aber ich möchte gewinnen. Jovetic vielleicht? Nee. Ach du Scheiße. Kommt auf Nasri und der hat natürlich gar keinen zum Anköpfen. Hält der Ball aber hier drinne. Was ich jetzt nicht so mega clever finde. Aber der Schiedsrichter pfeift ab und ich habe einen sehr glücklichen Sieg hier eingefahren, muss ich ganz klar sagen. Gegner war richtig gut. Fand ich defensiv sehr stark, hat mir sehr viele Möglichkeiten genommen, hat mir das Leben sehr schwer gemacht und hat auch in der Offensive, vor allem über Übersteiger, genau, richtig für Gefahr gesorgt. Sehr starker Gegner und ein sehr glücklicher Sieg für mich. Ich denke, ein Unentschieden wäre hier verdient gewesen, aber die Chance, die ich hatte, konnte ich sehr gut nutzen. Außer die, ich glaube, das war die einzige Chance, die ich vergeben habe. Ja, das war's gewesen. Jetzt gucken wir uns mal die Statistiken an, mal sehen, was die da so erzählen. Erzählen ja manchmal eine ganz andere Geschichte. Aber, ja, also Ballbesitz möchte ich nicht überwerten, liegt einfach daran, dass der Gegner so gut in der Verteidigung eigentlich war. Das ist wirklich so. Und ansonsten sehr ausgeglichen. Und damit haben wir jetzt dann auch den Klassenerhalt oder den nicht... Ja, Klassenerhalt ist, glaube ich, das bessere Wort. Hat auch einer in den Kommentaren geschrieben. Sag doch einfach Klassenerhalt als anstatt Nichtabstieg. Gut, haben wir geschafft. Ich glaube, das gibt 10.500 Münzen. Und das ist natürlich ein netter Bonus auf jeden Fall schon mal. Ich meine, da kommt einiges bei rum, wenn man einfach eine Liga 1 Saison schon alleine abschließt. Der Meistertitel wäre natürlich noch ein bisschen mehr wert, aber kann man sich nicht beschweren. Ich habe jetzt schon wieder 38.000 Münzen und noch 26 ungeöffnete Packs. Was geht? Und wie gesagt, die werde ich zum Team of the Year aufmachen. Und in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich mal mit den Rocket Launchers wieder zur Sache gehen. Und wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren abstimmen. Ich werde dort 2 Kommentare schreiben. Die Ballkünstler behalten oder die Ballkünstler zum Team of the Year verkaufen, sodass ich dort nicht allzu viel Verlust mache. Eure Entscheidung und eure Meinung ist gefragt. Bis zur nächsten Folge. Haltet euren Kasten sauber. Euer TS. Oh, das war ja fast ein Wagga Wagga hier. Ihr merkt schon, mein Papa ist ein ganz, ganz... Normal bin ich ja nur ein Skiller.